Hey, so Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ich bin Chaz oder Dino 5 und das letzte Mal sind wir episch ersoffen, wurden von so einem komischen Vieh fertig gemacht und dieses Mal. Na du? Asi! Komm, gefäß, hör mich mit der Rede, du Penner! Die meisten Überlebenden sind so. Piss dich! Splicer. Sie sind jetzt Drogensüchtige. Bösartige Raubtiere. Bösartige Raubtiere. Was ist. Wieso ist eigentlich alles hier. Wieso ist eigentlich alles jemand. Alles Spanisch? Alles Spanisch. Und ich muss dann denken, ich muss mehr Boran-Treibstoff verwenden. Nein, nun? Was haben wir denn hier? Manchmal kann man das Sicherheitssystem austricksen, um eine Tür aufzukriegen. Aber dazu brauchst du das richtige Werkzeug. Hackwerkzeug. Du hast das Hackwerkzeug erhalten. Drücke RT, um Maschinen zu feuern. Seite zu. Okay. Ein Hackpfeil. Gib mir mehr. Okay, gib mir halt nicht mehr. Ah, und jetzt könnte ich halt. Donk! Willst du eine Maschine hacken? Drücke A, sodass du in meinem Nadel im grünen Bereich angezeigt wird. Bleibt bei weißer Hitze ein Elektroschock. Oh, schön. Okay, das ist einfach. Distanzhacker. Ah, ich kann auch einfach durchswitchen. Sehr schön. Dosenbone. Mit der Dosenbone. Lecker Dosenbone. Geil. Okay. Gehackte Sicherheitsbots auf deiner Seite greifen Feinde an. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mehr Schaden an. Ah! War also gut, dass ich auf blau gegangen bin. Wir haben schon irgendwie gedacht, blau bedeutet oft was Gutes. Das heißt, ich habe jetzt so eine Sicherheit. Ja, geil, ich habe jetzt so ein Sicherheitsbot um mich rum. Wow, kleiner, pass auf. Das heißt, der kämpft jetzt für mich. Nein, wie geil. Wow. Digga. Fick dich. Wow. Paff. Wir müssen mal wieder ein bisschen bohren. Moment. Hacken? Die hackte Medistation kosten weniger und schaden Gegner, die versuchen sie zu benutzen. Wie geil. Ey, geil, und dann krieg ich einen zusätzlichen Verbandskasten. Ey, wie geil. Andrew Ryan ist tot, aber der Tyrann steckt in Kartoffelchip. Denk daran, wir lehnen das Gen ab. Drei kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Wow. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer. Diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Alter, alles okay? Du brennst! Und immer so, also wie gesagt, ich werde mich hier in diesem Spiel verdammt viel umgucken, weil ich allein schon die gesamte Umgebung hier einfach liebe. Und ich immer Angst hatte, was zu verpassen. Deswegen. Kann ich am Rad drehen? Boing. Ups. Oder, nee, muss hier glaube ich lang. Alter, was ist denn? Ups. Ich sehe nicht. Wow. Oh. Es geht. Wow. Ah.
auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Ich kann dieses Gesicht nicht sehen. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz. Sophia Lamb, sie hat dich gefunden. Soll's. Wow, 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 wow. Alter. Ich will hier raus. Wow. Sorry. Wie kann sowas denn schon wieder passieren? Ich werde andauernd irgendwo rausgesaugt. Das muss ein Ende haben. Ich bin mein eigener Herr. Verdammt nochmal scheiße. Ich bin mein eigener Daddy, hallo? Geht mit euch. Ihr könnt mich doch nicht einfach mal so durch die Gegend schmeißen. This way up. Oh je. Muscheln! Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamb. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Kleine Momento, geht gleich weiter. Mein Handy ist gerade am Sterben. So, Problem behoben. Flump. Ist da was? Irgendwie Kartoffelchips oder so? Phew. So. Oh je. Alter. Ich hab gedacht, das wäre eine Paprika. Achso, das ist eine Kiste. Vorsicht, die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Möchtest du damit etwas andeuten, Frau? Die da? Die auch abknallen. Verpatz! Gehackte Kameras arbeiten für dich und alarmieren Sicherheitsbots bei Feindkontakt. Wow. Dauert der feindliche Alarm länger. Dosenbone. Ja! Ich liebe Alarm. Du bist ein toller Freund. Ich hoffe, das hält immer. Also, dass sie jetzt gehackt ist. Nicht, dass das Ding mich auf einmal gleich angreift. Alter, ich kann so viel Bohrertreibstoff gar nicht verbrauchen, wie ich bekomme. Was geht ab? Telefon. Vor allem auch so mit Drehscheibe. Aha. Da kann ich hier also ausschalten, die Dinger. Sollte ich den Scheiß mal auslösen. Digga! Pass auf, wo du hinschrabst. Vater, ich bin es, Eleanor. Cool. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Nur mal so. War das. So, war mir ein inneres Bedürfnis. Telekinese? Hebe große Objekte allein mit der Kraft der Gedanken auf und wirf sie auf deinen Gegner. Du musst man sonst noch was wissen? Mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen.
Der Wolf tötet. Er tötet und Telekinese auch zu los, um zu werfen. Okay. Ah, und so kann ich die Dinger wechseln. Sehr schön. Hoffe, es hilft. Auf jeden. Ich kann nicht irgendwie meinen Eve nachladen oder so. Okay, wenn ich das gemacht. Okay, gut. Also soll das bedeuten, ich soll gleich irgendwas oder irgendwen durch die Gegend schmeißen. Sie kennt den Weg. Ich sag euch, der ist jetzt an der Oberfläche rum und gekommt es. Es kommt Korntänzerin. Und wenn ihr mal da kommt... Problem gelöst. Au! Sackgesä... Okay, das Spielzeug gefällt mir jetzt schon. Na, noch wer? Noch wer? Undankbares Pack. Ohne mich gäbe es kein Rapture. Der Atlantic Express war von Anfang an die Lebensader dieser Stadt. Ryan hat seine erste große Stadtrundfahrt in meinem Prachtwaggon unternommen. Dann kam die private Tauchkugel groß in Mode. Innerhalb eines Monats waren meine Bahnhöfe verwaist. Die Stadt wuchs und schob den Atlantic Express aufs Abstellgleis. Das ist nicht cool, Dude. Soll ich denn hin? Wo ist denn mein Ziel? Wo ist denn mein Ziel? Das ist ein großer Raum. Alarm, Little Sister, irgendwo was Ziel. Okay, guck ich mich halt hier nochmal. Oh, ach so. Das ist nur eine Abkürzung hierhin, wo ich schon war. Okay, gut. Dennoch, hier ist doch garantiert noch. Ich bräuchte was zu futtern. Ich bin so ein bisschen am Sterben und ich will den Verbandskasten. Genau sowas. Vor allem, wie kann... Gar weniger, ja. Seht ihr, genau deswegen. Geld, was im Wasser liegt. Geld ist Geld. Oh, sehr gut und schon wie geheilt. Ich bin geheilt. Wenn ich nur eine Alter, die haben aber wenigstens Sinn für Einrichtung. Na du? Diese Menschen sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wunderdroge namens Adam. Ich. Ja, Sophia Lampert, die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddies sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Willst du das wieder haben? Dumme Frau. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. Autsch. Das war eine dumme Idee. Oh Mann, oh. Ups. So viel zu essen. Hat sich ja schon fast gelohnt, mich dafür selber in die Luft zu jagen. Wo ist diese eine dumme Frau? Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lamb. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder.
Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch, für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und Sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Alter, ist die Schlampe. Blöd. Alter, der, du hast es dir aber gegeben, wa? Gib mir die Sardinen. Gehackte Verkaufsautomaten haben mehr Objekte und niedrigere Preise. Okay, das lohnt sich. Und ein Geschenk für umsonst. Ah, ich kann mir auch Sachen kaufen. Gib mir mal ein paar Nieten und einmal Hackpfeile. Hey. Oh, Nieten sind voll. Oh. Das ist weniger cool. Kann ich? Moment. Okay, sind voll. Shit. Dann habe ich Geld vergeudet. Na, was soll's. Merken wir uns fürs nächste Mal. Ich sollte ja auch nicht mit den Hackerpfeilen rumlaufen. Eine Gazette. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen. Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Weil du Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Ja, dann haben wir es. Dann haben wir schon mal einen Schritt erledigt. Ich kenne dich. Das heißt, ich weiß, wie ich dich töten kann. Gib mir deine Dosenbohnen, du Spast. Gott, ganz ehrlich, das glauben die doch. Boah, Wasser! Habe ich nicht auch Hackerpfeile bestellt? Sorry. Nein! Habe ich jetzt gerade was? Ich glaube, ich habe was gekauft. Ah, fuck. Bausteine. Okay. Okay, du willst dich definitiv... Oh. Oh. First-Person-Ansicht. Schnell, geh zum Aufzug. Immer mit der Ruhe, Frau. So viele schöne Sachen. Na komm, irgendwas. Gib mir das hier. Brr! So. Shit. Ich hab genug davon. Alter. Weg da. Den brauche ich. Phew. Das war knapp. Wow. Ew. Double ew. Ugh. Ihr seid einfach widerlich. Nur mal so gesagt. Na komm, in den Aufzug können wir noch und dann... Nanu? Na komm her! Spossi, komm her! Oh, warte, kann ich dich abschießen von dir? Nö, ihr seid's mir gar nicht wert. Obwohl doch, du da. Du tanzt so schön. Gut, also.
Die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy. Lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest. Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamb, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamb dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien, bevor es zu spät ist. Sollte kein Ding sein. Mit der Frau habe ich eine Rechnung. Ja? Lauf! Gott, bist du ein Idiot. Na nu? Fallen mieten. Durch Spezialmunition. Um Munitionstyp zu... Ah, wie geil, ich kann Fallen platzieren. Nein, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Fallen? Oh, das ist cool. Aber erst im nächsten Part bei Let's Play Bioshock 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.